Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf Mario Kart 8 Wii U. Wir legen gleich los und zwar spielen wir heute Mario Kart 8 Wii U und so. Genau und legen natürlich dann gleich los. Gespiegelter Cup. Heute fahren wir mal mit Todd. Wir haben eigentlich noch Totten sind noch nie richtig gefahren, deshalb ist ein leichter Charakter, aber trotzdem. So, wir müssen natürlich noch ein paar Cups machen. Ich habe letztes Mal gesagt, wir machen ein paar jetzt die Standard-Cups. Tun wir auch erstmal und ja, wir werden versuchen, diesen Part mal 3 Cups zu machen. Mal gucken, ob das funktioniert, weil dann haben wir auch im nächsten Part 3 Cups. Das ist ein bisschen besser. Falls ihr das so hinnimmt. Ja. Morgen ist bei uns Boost B-Tag, Feiertag. Also. Super schön. Also, falls wo ich das Video aufgenommen habe. Nicht, dass ich es falsch verstehe. Also heute ist der Dienstag, der vor Mittwoch liegt. Ich weiß nicht genau, welche Daten wir heute haben. Ja, ach ja, ich bin so ruhig, ich wollte eigentlich was erzählen. Ja Leute, und zwar, ich freue mich, ich gucke mir irgendwie jeden Tag Gameplay-Videos an zu Cinebeck Chronicles X und habe mal eine Frage an alle Cosplayer. Jetzt hat zwar nichts mit Cinebeck Chronicles X zu tun, aber was mit Cinebeck Chronicles zu tun. Na gut, auch was mit X. Und zwar suche ich eine Gruppe oder eine... ja, Cosplay-Gruppe, die auf der LBM, Leipziger Buchmesse 2016, ja, oder auch schon eher Dedico oder so, auch als Schulk, Fiora, oder am besten als Wine, Melia, Schala, Dunburn, Ricky, oder sonst was, kommen, sonst was, ihr wisst, was ich meine. Das wäre mal eine richtig geile Sache und würde mich freuen, wenn ihr da mal mir Bescheid sagen könntet. Weil... mal die Hupe rezipieren. Lustig. Nächstes Rennen, genau. Ja, und das wäre richtig, richtig nett, weil ich würde mich mal richtig freuen, da mal zusammen Fotos zu machen. Ja. Also ich komme auf alle Fälle als Schulk. Wann und wie oft, weiß ich nicht, aber ich werde... auf alle Fälle schön kommen. Nadine wird als Fiora kommen. Sie hat ja Fiora Cosplay. Also was jetzt noch fehlt, sind die Schwerter bei ihr. Bei mir noch die Perücke-Style. Und eigentlich, dass das Schwert hinten drauf hält, aber... leuchtet, tut es schon mal. Und ja, falls alle manche das mal wissen wollten, das Schwert leuchtet deshalb. Oder leuchtet so. Und zwar ist das eine USB LED-Strip, die ist über USB gesteuert wird. Egal ob man die am PC oder sonst wo anschließt. Und ja. Also wird im Endeffekt über USB gesteuert. Solange sie über USB Strom kriegt, ist das vollkommen egal. Ihr könnt so einen Steckdosen-USB-Connector nehmen oder wie man auch immer den nennt. Ne? Oder halt, ihr benutzt, was weiß ich, überall wo USB ist, aber einfach nur am Laptop anschließen und schon leuchtet das zum Beispiel. Und dann könnt ihr damit halt einfach euer Zimmer verschönern und so weiter und so fort. Das finde ich halt eine sehr geile Sache, weil USB ist halt besser, finde ich manchmal sogar als Steckdose. Weil wo soll ich da bitte auf einer Convention eine Steckdose finden? So. Und dann natürlich habe ich mir überlegt, muss ja auch irgendwo der Strom herkommen, weil ohne Strom läuft sie ja nicht, ist ja logisch. Ja, und da dachte ich mir an so eine USB Powerbank, die man meistens ja auch fürs Handy benutzt. Und ja, das funktioniert. Die wollte ich eigentlich noch ins Schwert einbauen, aber wenn ich das machen, kann es sein, dass es bricht. Und das möchte ich nicht.
Deshalb habe ich es gelassen und sag mir einfach, ja, wir lassen es so, wie es jetzt ist. Und ich kriege einfach nochmal ein neues Schwert, aber in zwei Teile, zumindest wünschen wir das so. Weil dann kann ich das selber nochmal einbauen, diese Elektrik. Oder baut es mir doch komplett ein. Also ich würde auch zufrieden sein, wenn es mir einbaut, aber wie gesagt. Ja, genau, das ist halt jetzt so die Sache und das leuchtet halt in verschiedenen Farben wirklich und Disco-Lichtmodus, sagen wir es mal so bald. Also ich finde das richtig geil. Das Symbol habe ich schon auch wieder reingemacht, ich muss das ja vorher rausschneiden, Loch reinbohren und ja, piep, schieß mich durch so weiter und so fort. Ja, dann auf alle Fälle freue ich mich dieses Jahr auf die Gamescom 2016. Das wird, ist immer für mich immer das Highlight des Jahres. Mit der LBM zusammen. Weil das sind immer die zwei Events, wo es richtig immerhin abgeht und. Ja. Ne, da geht irgendwie, ging jetzt irgendwie kein Stand. Schade. Das war für mich. Wisst ihr? Und ich bekomme nur eine Münze. Ja, bärmlich, was ist das denn? Naja, was soll man dazu sagen? Ja, aber ansonsten kannst du dann einfach nur auch sagen, so ist es und so bleibt es leider. Autsch. Aber ich freue mich wirklich schon riesig auf die Gamescom. Zusammen wieder, diesmal mit, auch mit Nadine. Und auf Japan-Tag freue ich mich auch schon riesig. Und da muss man mal gucken, wie das Ganze dann da abgeht. Ja, Leute, so ist das Ganze. Aber ich freue mich auch wieder auf die ganz kleinen Events wie die Bimarco, die Demarco und so weiter und so fort. Sind ja zwar nur kleine Events, aber ich sage immer besser als nichts. Und ja. Also auf alle Fälle freue ich mich da drauf und ja. So bin ich halt. Ich freue mich drauf. Morgen, also am Mittwoch, also ihr werdet es ja sehen auf meinem Kanal, wird da dann glaube ich mehrere Videos hochgeladen werden, weil Feiertag muss man natürlich auch schon für Stuff sorgen, sag ich immer so. Und oh, ich liebe diese Strecke. Nur ein was ist sehr lustig, habt ihr es euch auch mal festgelegt? Und zwar, wenn, festgelegt. Und zwar, wenn ihr, wohin fahren die Autos? Die fahren ja nur im Kreis. Das ist irgendwie sehr lustig. Die fahren wir nie in irgendeiner Ausfahrt, oder? Oder sehen wir diese Ausfahrt einfach nicht? Und schon kommen sie wieder vor hier. Oh, war das knapp. Man hätte es erwischt. Ah, hat doch jemand erwischt. Eine grüne hält ja auch relativ lange, wenn man so nimmt, aber. Was ich mich immer frage, sind da eigentlich immer noch noch Koopas drin? In der grünen Dings oder ist das. Der grünen Shells, aber. Oder ist das einfach nur leer? Im Endeffekt ist er wie ein Schildkrötenpanzer. Ich frage mich nur, warum. Ja, das habe ich ja eigentlich auch schon mal gefragt. Wisst ihr das? Na sowieso, wie sie hier aussehen, sind sie leer. Na,
Also wundert mich halt immer. Ist Todd nicht eigentlich irgendwie süß? Guck mal, Todd kommt doch eigentlich. Leute, habt ihr mal gesehen, dass der Todd eigentlich gar kein Gas geben kann? Außer der Hebel ist vorne am Lenker. Todd ist doch viel zu klein für dieses Motorrad. Aber süß sieht schon aus. Todd ist halt immer schon süß. Aber habt ihr das eigentlich mal gesehen? Ich fand das immer so lustig. So, ich müsste erstmal unsere drei Sterne bekommen, aber ich fand das schon immer lustig, dass Todd eigentlich gar nicht runter auf diese Gaspedale kommt. Das ist mir irgendwie auch jetzt gerade wieder aufgefallen. Früher habe ich auch schon mal irgendwie mitgekriegt, aber bis jetzt noch nie wieder erwähnt. Aber es ist doch lustig, Todd kommt eigentlich gar nicht runter auf die Gaspedale. Der ist zu klein. Kann aber trotzdem super fahren, wie ihr seht. Eine sehr verwunderliche Sache. Ne, wir werden mal keinen Miiverse-Beitrag posten. Aber naja. Wir gehen erstmal auf Einzelspieler wieder, ihr wisst ja, Grand Prix. Todd hat sich gut geschlagen, dann nehmen wir ihn natürlich gleich weiter. Oder nehmen wir heute mal doch nehmen wir anderen mit mal. Einfach mal Link, weil Link ist halt eben. Jetzt nehmen wir mal einen Blumenkopf. Ja, aber das ist doch irgendwie lustig, sag ich immer wieder. Also, ich find's lustig. Ich find's wirklich lustig. Lustig, tralala. Ja, ach, eigentlich die lustigste Strecke im Blumenkopf. Aber dass Link eigentlich reingenommen wurde und Ganondorf nicht, da gab es ja letztens, ich habe auf Facebook dieses Video gesehen, haben sie richtig geil gemacht. Warum Ganondorf wurde nicht eingeladen? Vor allem die Link-Geräusche bei Mario Kart 8, das sind so... Alter! Na, guck mal! Er holt hier sein Masterschwert raus, wo ihr mal fragt, wo ist das? Wo ist die Masterschwertscheide? Nintendo, das hättet ihr wirklich noch dran programmieren können. Die Masterschwertscheide. Das wäre wirklich nicht so schwer gewesen. Finde ich zum Beispiel immer wieder ein bisschen blöde. Der holt es einfach aus nichts, der Link. Würde ich auch gerne mal machen können. Ein Schwert aus nichts holen. Von meinem Herz aber. Was ist eigentlich euer Lieblingsstrecke bzw. euer Lieblingscup? Wenn ihr wisst, dann schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich gerne mal interessieren oder brennen, sag ich mal. Und das würde ich wirklich zu gerne mal wissen. Und ob ihr mal auch gerne mal online gegen mich fahren würdet. Und allgemein, mal online zusammen spielen. Normalerweise fährt man ja Innenkurve, aber jetzt auf jeden Fall bin ich mal Außenkurve gefahren. Das war auch geil. Genau auf der Ziellinie. Auf der Ziellinie. Ja, aber trotzdem. Die letzten Parts werden wirklich schwer, weil dann wird es bald so wie Finale sein hier, aber bis dahin dauert es doch ein bisschen.
Wir müssen erstmal komplett den gespiegelten Cup hier durch. Durchwaschen, sag ich mal. Weil den kannst du so einzeln nicht durchmachen. Also zusammen nicht durchmachen. Das finde ich so schade. Toll, was machst du denn, Link? Das ist Link. Linkle? Warum kann man Linkle nicht fahren? Weil sie noch rauskommt, leider. Aber wäre schön. Linkle. Was ich immer auch geil finde, habe ich auch schon selber gemacht. Und zwar ein Charakter cosplayen, der noch gar nicht draußen ist. Der aber kommt. Und das ist... Nee, ist der Link, was ist denn los jetzt? Gut, das war jetzt wirklich mal Glück für mich. Danke Mario, ich weiß nicht warum du unbedingt erster sein willst und noch gegen der Wand fährst. Ja, bitte gefälligst hinten. Komischer Ludwig. Ich konnte Ludwig noch nie leiden, das sah schon so hässlich wie immer aus. Musste das jetzt gerade sein? Geschafft. Mit Linke, Linkle. Nein, leider ist es kein Linkle. Eine weibliche Link ist jetzt aber auch wirklich. Wo ich das gehört habe, dachte ich mir nur, ja, okay, aber ein männliches Shinon machen sie nicht. Okay, das weiß ich, doch ich Quatsch. Aber ganz ehrlich, trotzdem finde ich irgendwie komisch. Für jeden Charakter von männlich können wir auch einen weiblichen machen oder was? Aber andersrum nie? Finde ich irgendwie unfair. Naja. Das war auch lustig von mir, oder? Zwar nicht gerade lädt, aber musste halt mal sein. Thank you.
kuschelige Villa. Und tschüss. Ach ja. Mal die Zelda-Hupe nochmal hören. Finde ich zwar sehr lustig. Eieiei, ich fand es sehr lustig, aber auch wiederum komisch. Weil die Hupe klang. Naja. Jetzt mal vorsichtig ausdrücken. Gerade recht komisch. Ja, drei Parts könnte man schaffen, da wären wir bestimmt etwas über 30 Minuten. Genau in dem Moment abgeschossen, da könnte ich mal so sauer werden. Hier mit Feuerball zu erwischen ist auch nicht gerade das Einfachste. Ich habe eine blaue vor. Hast du schon gehört? Gas geben, einfach noch Gas geben. Hatte Glück. Und auch diese Strecke haben wir gewonnen. Übrigens, das war genau diese Strecke, wo wir. Okay, die blöde Hube. Ne, wo wir hier in der Bimako, oder wo ich in der Bimako gewonnen habe. Oh, das war wirklich mit Yoshi. Okay, Leute, dieses Rennen haben wir auch abgeschlossen. Wie das klingt. So, jetzt haben wir natürlich den nächsten Cup. Ja, ich fahre nochmal mit Link. So. Und jetzt haben wir den Sternencup oder Bananencup? Wir nehmen den Sternencup. Den Sternencup. Ja. Was sage ich dann dazu?
Das ist jetzt mir in genug. Nicht was. Sunshine Airport, alles verdreht. Wir sollten das noch lesen. Weil es gespiegelt ist. Wow, wow, wow. Super Mario Sunshine, eines der Spiele, wo ich immer wieder geil sagen kann. Trotz des Schwierigkeitsgrades manchmal auch das Ausflip-Modus, aber ansonsten ist das Spiel Hammer. Und da gibt's gar nichts zu meckern. Sorry. War mir schon klar, also hat aber nicht lange gedauert, bis einmal einer kam. Gut, dass das jetzt nicht noch die Rote bei mir noch dran wäre, weil das wäre so mies. Was ist denn das? Die letzte Strecke. Schöne Inseln da im Hintergrund haben sie echt trotzdem schön Design, muss man schon mal lassen. Wie das überhaupt gehen soll. Oder warum Pilz nicht? So ein ganzes Motorradbike hier. Mit nur einem Flieger halten. Ich weiß ja nicht. Nächstes Rennen. Okay. Sternenkarp, Delfinlagune. Ach, wie ich diese Strecke liebe. Ja, das stimmt wirklich. Ich mag sie eigentlich nicht wirklich gerne. Die ist wirklich nicht schön. Eieiei. Was war das? Das war gerade so knapp. Gas geben!
Das ist doch nicht fair! Ey, das ist nun wirklich nicht fair. Alter, was willst du noch hier? Tschüss. So, ich muss eine Abkürzung, ob denen das passt oder nicht. Das kann nicht wahr sein, Leute! Das ja, Leute, der Flip, der kann man einfach nur ausflippen. Der kann man einfach nur ausflippen. Da. Die können alle nicht fahren. Wie letzten. Das ist. Die letzte Strecke, oder? Die vorletzte. Toll. Toll! Ich werde es ja trotzdem auf das Ende ziehen, aber eigentlich bringt es hier nichts mehr. Naja, es ist scheiße, echt mal. Hey, den scheiß Lehen Lakito da, ey. Das ist doch kacke, was soll denn der Mist? Nur wegen der blauen Bombe vor uns, das ist so unfair. Ich bin so gut gefahren. So, ich muss erstmal bitten. Kann doch nicht wahr sein. Und du als auch, dummer Affe. Ja, was ist denn das, wenn... Lakito für der Affe, ey, das ist doch nicht wahr. Oh ja, endlich. Eine blaue Bombe. Jetzt bin ich mal froh, dass eine blaue Bombe kommt. Und die Lakito endlich runterschmeißt. Ja, Klauer! Alter, was ist denn das? Wieso, wo soll ich denn jetzt hier? Ja, jetzt treffen wir mal schön den Affen. Dummer Lakito, du. Ich muss ja auch einen Pilz haben, anstatt eine rote oder so. Was ist das denn? Das kann aber nicht wahr sein. Die zwei haben mich ja wohl verarschen oder was? Lemmy und Lakito. Na los, schneiß ab. Komm. Danke, du Vollidiot. Weil du nicht abgeknallt hast. Danke! Aber das dachte ich wirklich nicht mehr normal. Ey, verpiss dich, Daisy! Geh allen nicht fahren. Dann lass das so bleiben. Weg mit dir, hässliche Bitch. Sorry, aber das muss jetzt einfach mal sein. Jetzt! Abknallen! Danke! Ach nee, Leute, das bringt jetzt auch gar nichts. Wir lassen das. Der Part war jetzt, der letzte Cup war jetzt einfach nur beschissen. Seht so, als hätten wir nur zwei gemacht und ja, sorry, also. Sorry, aber da sage ich mir einfach nur BÄM! Voll! Ach, na egal. Ja, ich verabschiede mich. Macht's gut, Leute. Da kriegt man manchmal wirklich Kopfkrebs bei sowas. Ja, na dann, bis dann.